Das Projekt Mobilitätsbegleitung der Stadt Reutlingen soll Bürger jeden Alters im Umgang mit Menschen mit Handicap fördern. Es zielt auf die Ausbildung von bürgerschaftlich Engagierten, die sich aktiv für behinderte Menschen einsetzen und ihnen bei der Mobilität im öffentlichen Nahverkehr helfen. Gleichzeitig soll es den Inklusionsgedanken in der Gesellschaft voranbringen und Menschen mit Behinderung die Teilhabe am sozialen Leben erleichtern. Schirmherrin des Projekts Mobilitätsbegleitung ist Reutlingens Oberbürgermeisterin Barbara Bosch. Unterstützt wird die Arbeit durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg.